Stiftung. Diese Stiftung tut mehr oder weniger nichts anderes als das Vermögen verwalten. Aber die Stiftung hat Rechte. Die Stiftung kann selber erben, die Stiftung kann beschenkt werden. Ganz wichtig, die letzte Karte, die zweitletzte heißt da Spenden statt Gaffen. Und ich bin Geschäftsleiter dieser Stiftung, die dringend auf Spenden angewiesen ist. Klammer zu. Stiftungen können erben, Tiere können nicht erben. Ganz blöd, wenn jetzt der Herr Mooshammer selig geschrieben hätte, mein Hund, was ein Hund, das Ding. Die Daisy, Daisy, gell? Die Daisy soll 10 Millionen Euro erben, dann hätte die Daisy nichts geerbt. Die Daisy hat keine Rechte. Das Problem ist aber am folgenden Ort, und das Problem sollte gelöst werden auf der rechtlichen Ebene. Nämlich das Problem der Tierschutzwidrigkeiten, des schlechten, des unanständigen Umgangs mit den Tieren. Die meisten Tierschutzwidrigkeiten oder Tierquälereien, Paragraph 17 und Paragraph 18 Geschichten des deutschen Tierschutzgesetzes in Deutschland, die werden vom Halter, der Halterin, oder man kann sagen, zivilrechtlich gesprochen, vom Besitzer, vom Eigentümer ausgeübt. Ähnlich wie bei Kindsmisshandlungen, wo häufig der Täter aus der Elternschaft stammt, meistens der männliche, praktisch ausschließlich der männliche Teil, oder aus der nahen Verwandtschaft, ist bei Tieren auch so. Die meisten Tierquälereien an Hunden werden begangen von den Hundehaltern selber. So, das können wir kurz nachweisen, einen kleinen Exkurs, wenn wir hier auf die schöne grüne Schirmmütze, ich habe eben einen deutschen Webmaster und der sieht unter den Polizisten immer die grüne Schirmmütze, die altmodischen VW Käfer in München, darum ist die Schirmmütze grün in Deutschland, in der Schweiz sind sie blau. Das ist für euch dann einfacher, das herzufinden. Wir haben hier die typisierte V-Gruppe und wir haben hier bei den Heimtieren beispielsweise zusammengestellt nach Schweizer Tierschutzgesetz, was dem Hund alles geschehen kann. Der Hund kann angebunden gehandelt werden, misshandelt, stark vernachlässigt oder einen ungenügenden Auslauf haben oder Haltung im Fahrzeug. Jetzt ist ganz heikel die Haltung im überhitzten Fahrzeug, Haltung in zu kleiner Box, mangelhafte Haltung fliegt. Wenn wir jetzt da beispielsweise die Misshandlung anklicken, dann haben wir hier einen kurzen Text für den Schirmmützenträger und hier dann die Strafrechtsfälle zu diesen Fällen. Wir haben hier, und das fehlt in Deutschland, das fehlt weltweit, meiner Beurteilung nach, etwas scheu gesagt, alle Tierschutzwidrigkeiten, also Übertretungen und Tierquälereien in der Schweiz, die in den letzten 15 Jahren begangen worden sind in einer Datenbank. Und so können wir alle Fälle, das sind jetzt bei den misshandelten Hunden 278 Fälle, die uns vom entsprechenden Bundesamt gemeldet werden, können wir die miteinander vergleichen. Nehme ich jetzt irgendwie den dritten Fall eines Kantons, dann hat man hier da den Sachverhalt, der Beschuldigte geht nach 2 Tagen wieder in seine Wohnung zurück und er hat den Hund dort alleine gelassen. Er packt seinen Hund, weil der die Wohnung da etwas demoliert hat, hebt ihn auf, wirft ihn zu Boden und würgt ihn, um ihn schließlich zu töten, indem er ihn den Kopf umdreht. Gell? Unbedingt 2 Jahre Buß, 2 Jahre Strafe. Haft, 2 Jahre, Gefängnis, 2 Jahre Gefängnis. Und weshalb sind das 2 Jahre? Unbedingt, das heißt, er muss wandern, weil er noch verschiedene Betäubungsmittelbestimmungen und das Strafgesetzbuch verletzt hat und das Straßenverkehrsrecht. Sonst hätte es vielleicht für diesen Vorfall, sage ich mal, 2000 Franken Buße gegeben. Was ich sagen will, ich kann praktisch einen Großteil der Fälle, der Tierschutzfälle, zusammentragen und sehen, die meisten werden begangen vom Tierhalter.
Der Tierhalter hat die Verantwortung für das Tier, so schreibt es das Gesetz vor, aber wie schützen wir das Tier vor Übergriffen, vor Gesetzesverstößen durch den Tierhalter? Und da ist für mich die Frage der Tierrechte ethisch relevant, philosophisch relevant und von hoher Praxisrelevanz. Was geschieht nämlich? Es geschieht das, dass vielleicht kaum jemand von solchen Fällen misshandelter Hunde erfährt oder höchstens per Zufall. Es geschieht dann das, dass der Tierschutz kommt und sagt, das ist gemein, allenfalls qualifiziert ist, allenfalls nicht qualifiziert ist, eine Anzeige zu erstatten innerhalb einer vernünftigen Frist, dass Polizisten dann kommen und den Sachverhalt entweder gut aufnehmen oder Fotos machen, die nachher nicht gerichtsverwertbar sind, oder nicht den Tierarzt rufen, der den Tod dann feststellen kann, jetzt in diesem Fall durch Erwürgen, denn sonst wird der vor Gericht sagen, nein, der Hund wäre ja ohnehin gestorben. Ja, ist ja klar. Und jetzt kommt's. Sie schmunzen zu Recht, aber der Straftäter, da, wenn er noch Geld hat, der nimmt sich den fiesesten Anwalt oder die aggressivste Anwältin, der kann sich verteidigen. Das Tier kann sich nicht verteidigen. Das Tier kann sich nicht verteidigen. Wenn ich Ihnen den Arm breche, dann haben Sie eine Geschädigtenstellung im Strafprozess gegen mich. Sie können das Verfahren mit beeinflussen, Sie haben Kenntnis vom Verfahren und können Schadenersatzansprüche gegen mich als Täter anbringen. Ein Tier kann das nicht, ganz besonders nicht gegen den eigenen Halter. Ich kann natürlich den Nachbarn anzeigen, der vor meinen Augen meinen Hund zertritt. Dann nehme ich die Ansprüche des Hundes wahr gegen den Nachbarn. Wenn ich das aber bin, wer steht für den Hund auf? Dann heißt es ja, die Staatsanwaltschaft, ja, die sollte, wäre toll. Die Staatsanwaltschaft tut es in der Regel auch, und auch zwei mittlerweile Oberstaatsanwälte haben an diesem Buch mitgeschrieben, wenn die Verfahren führen, gut, mit der Kamera bin ich da etwas zurückhaltend, es gibt auch andere vernünftige oder tierfreundliche Staatsanwälte, aber die Erfahrung zeigt, ich sag's mal so, die Erfahrung zeigt in der Schweiz, dass es nicht genügt, dass allein der Staat, vertreten durch die Staatsanwaltschaft, sich um die Ansprüche, ich sage bewusst, um die Ansprüche der Tiere kümmert, die ein Interesse daran haben, nicht gequält, getreten, vernachlässigt, dauernd angebunden zu werden. Wenn es der Staat macht, wie in diesem Fall, wo ich Ihnen den Arm gebrochen habe, habe ich auch mit dem Staat zu tun. Dort kann es ja funktionieren. Aber dort ist jemand da, der dem Staat auf die Finger schaut. Bei den Tieren rechtlich gesehen nicht. Die Tierschutzorganisation kann eine Anzeige einreichen, das können aber alle im Saal auch. Und sie hat nicht eine bessere oder eine schlechtere Stellung wie Sie oder Sie oder Sie. Deshalb, wenn wir wollen, dass es den Tieren gut geht, müssen wir deren Rechtsposition verbessern. Wenn ich das sage Tierstraffällen, ich komme dann auf das Verwaltungsrecht zurück, dann haben wir hier, was die Schweiz anbelangt, wir müssten dasselbe tun für Deutschland, aber da fehlen wir uns, sagen wir 5 Millionen Euro. Denn zum Erstellen dieser Datenbank haben wir 6 Juristen angestellt während 4 Monaten, die alle Fälle jetzt gesichtet haben, pro Fall eine Stunde investiert. Und das haben wir jetzt ausgewertet, 95 bis 04, und da haben wir festgestellt, dass, ich will Sie da nicht verwirren, dass wir aber Kantone, bei euch wären das Bundesländer, natürlich haben, so, da, wunderschöne Statistik, Tierschutzfälle im Laufe von 10 Jahren, verteilt auf 10.000 Einwohnerinnen. Kanton Zürich Nummer 4 mit genau, wir haben es nicht abgezählt, nicht unnötige vorgeworfen, 1.000 Fälle, 8 Fälle
pro 10.000 Einwohner. Und der Kanton Zürich hat einen Tieranwalt. Kanton Uri, das könnte bei euch ein Bundesland sein, wir haben 24 Kantone, keinen einzigen. Kanton Genf, vier Fälle, Kanton Wallis, 5 Fälle auf 10 Jahre. Ich könnte jetzt anklicken und sagen, was das für Fälle sind. Ihr wollt mir nicht sagen, dass es den Tieren im einen Bundesland, ich will jetzt 0 und 10,9 nicht miteinander vergleichen, das ist einfach unendlich mal mehr, das ist ja unfair. Aber 100 mal mehr oder 100 mal, es will mir niemand weismachen, dass im Kanton St. Gallen die Tiere 100 mal mehr leiden als im Kanton Genf. Den Tieren geht es ungefähr überall gleich.